Promi Energy Kinotipps. Tag zusammen, vielen Dank für den Klick und herzlich willkommen zu den Kinotipps. Heute sind die Filme insgesamt eher lustig angehaucht, beziehungsweise sollten es eigentlich sein. Bestes Beispiel, Film Nummer 1. Familienkomödie mit Steve Carell und Jennifer Garner. Die Coopers. Schlimmer geht immer. Ein Tag kann alles ändern. Müsst ihr nicht längst aufstehen? Er hat wohl nicht bestanden. Ein rabenschwarzer Tag für eine crazy Familie, wo ein Fettnäpfchen das nächste jagt. Die Coopers, schlimmer geht immer. Das ist die Frage, geht's wirklich noch schlimmer? Naja, Spaß. Also ganz so schlecht ist jetzt auch nicht, aber reicht auch nicht für mehr als 2,5 von 5 Popcorn-Tüten. Spart euch das Kinogeld. Auf Film Nummer 2 haben sich Sido-Fans schon seit Monaten gefreut. Halbe Brüder. Die drei sind Halbbrüder. Deine Mom steht auf Abwechslung. Deine Brüder sind da, Bitch! Komm raus, du Hure! Einmal hab ich Brüder. Wir fragen, ob sie mein Vater sind. Drei Brüder auf einem verrückten Roadtrip auf der Suche nach dem versteckten Erbe der toten Mutter. Dank Fadi Yadim, dem Tatort-Assi von Til Schweiger, gibt es ein bisschen was zu lachen, aber insgesamt viel zu selten. 3,5 von 5 Popcorn-Tüten. So, Zeit für unseren Film der Woche. Das ist eine Fortsetzung einer Komödie und das kann ja gerne mal richtig in die Hose gehen. Tut's in diesem Fall aber zum Glück nicht. Der Kaufhauskopf, Teil 2. Irgendjemand räumt das ganze Hotel aus. Jedes Casino in Vegas ist das Ziel. Einkaufscenter. Ich würde sagen Heimvorteil. Auch wenn ich Kevin James niemals in seinem Leben irgendeine andere Rolle abnehmen werde als Doug Heffernan aus King of Queens, macht er hier als Casino-Wachmann im Kampf gegen skrupellose Gangster eine gute und vor allem lustige Figur. 4 von 5 Popcorn-Tüten. Freut euch in der nächsten Woche auf das hier. Haben Sie sich je um jemanden gekümmert, der an einer degenerativen Erkrankung leidet? Nicht wirklich. Danke fürs Zuschauen. Viel Spaß im Kino. Energy. Hit Music Only. Ihr seid ja immer noch da. Dann habt ihr offensichtlich zu viel Zeit und immer noch Lust, vorm Laptop rumzugammeln. Checkt doch noch mehr Energy-Videos aus auf unserem YouTube-Channel. Einmal hier klicken und abonnieren.